Ein Tropfen für Tessa. Diese Aktion gehört zu einem vielfältigen Widerstand und für das Recht auf Wasser, nicht nur hier, sondern weltweit. Uns ist bewusst, dass die Klimakrise drastisch an Fahrt aufnimmt und dass uns sehr viele Scheinlösungen verkauft werden. Von den fossilen Konzernen, ihren Lobbyisten und von ihnen beeinflussten Politikerinnen. Und eine dieser Scheinlösungen sind hochgezüchtete Elektroautos wie von Tesla. Mit Elon Musk an der Spitze, der Trump unterstützt, die AfD und auch den argentinischen Rechtsfaschisten Milei, der es geschafft hat, Twitter in ein vollkommen postfaktisches Zeitalter zu holen und für die Community unbenutzbar zu machen. Während Elon Musk sein Reichtum benutzen kann, um zum Mond zu fliegen und den vielleicht irgendwann zu besiedeln, fehlen uns überall die Steuergelder, nicht nur hier, sondern auch anderswo. Teilweise finanziert der Staat auch noch den Ausbau von Tesla. Und dieses Steuergeld, das brauchen wir für den Ausbau vom ÖPNV, für einen kostenlosen ÖPNV. Ja. Ein Produkt wie der Cybertruck zeigt doch letztlich, was Leute wie Elon Musk im Sinn haben. In der Postapokalypse die normalen Leute einfach niedermähen. Dagegen leisten wir Widerstand. Ja. Tesla geht rücksichtslos gegen Menschen und Natur vor. Hier in Grünheide, wo die Gigafactory die Landschaft prägt und die Abholzung und Wasserentnahmen bevorstehen, aber auch weltweit. Was braucht Tesla für die Elektroautos? Lithium, Kupfer und Nickel. Das wird abgebaut in Chile, in Argentinien, Bolivien, aber auch in Sibirien und in der Arktis, einem besonders gefährdeten Ökosystem. Ihr wisst auch vermutlich, dass sich viele der indigenen Gemeinschaften in Russland gegen Tesla positionieren und gegen die wahnsinnige Umweltverschmutzung dort. In all diesen Gebieten wird Luft und Wasser in katastrophalem Ausmaß zerstört. Aber das ist nur der Anfang des Problems mit der Lieferketten. Die Probleme und Ungerechtigkeiten setzen sich fort, zum Beispiel zu Arbeitsbedingungen, Löhnen und Tarifverträgen. Und deswegen möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in Schweden seit Wochen gestreikt wird bei Tesla. Diese Streiks haben sich auch schon ausgeweitet. Sie betreffen nicht mal mehr nur das Tesla-Werk. Es gibt einen solidarischen Streik der Gewerkschaften dort. Denn zum Beispiel, die Lkw-Fahrerinnen weigern sich, an Tesla Autos auszuliefern oder diese von dort wegzufahren. In den Häfen wird für Tesla nicht mehr verladen.